Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Um beim Laufen auch schneller zu werden, hast du sicher schon mal etwas von einem Tempolauf gehört. Tempolauf klingt anstrengend und nach viel Intensität. Aber was genau ist das und wie schaut das zum Beispiel beim Anfängertrainingsplan aus? Genau das schauen wir uns jetzt an. Also los geht's! Bevor wir uns anschauen, wie ein Tempolauftraining in deinem Trainingsplan ausschauen kann, müssen wir einmal definieren, was ein Tempolauf überhaupt ist. Ein Tempolauf ist ein Lauf bei höherer Anstrengung. Wir sind hier ungefähr im Bereich mittlere bis etwas höhere Anstrengung. Aber jetzt kommt der Unterschied zum klassischen Intervalltraining. Du musst dieses Tempo dann über eine längere Zeit laufen können. Im Idealfall mindestens 20 Minuten, man spricht ja aber teilweise auch von Zeiten um die halbe Stunde. Wenn du dir das Ganze jetzt vorstellst, wie anstrengend das Ganze sein sollte, wenn 1 ein ganz lockerer Spaziergang ist und 10 wirklich eine All-Out-Belastung, dann sind wir hier beim Tempolauf ungefähr im Bereich 6 bis 7. Der Tempodauerlauf hat nicht umsonst das Wort Tempo im Namen. Hier geht es darum, nämlich ein gewisses Tempo, ein schnelleres Tempo an den Tag zu legen. Das heißt, hier als Faustregel kannst du sagen, wenn du deinen Maximalpuls kennst, dass du zwischen 80 bis 85% von deinem Maximalpuls läufst. Wenn du das jetzt nicht weißt, dann musst du ungefähr Pi mal Daumen von deiner Dauerlaufgeschwindigkeit, die du normalerweise für 60 Minuten laufen kannst, ein paar Sekunden abziehen. Fang jetzt, sagen wir so ungefähr 20 bis 30 Sekunden pro Kilometer schneller. Sprich, wenn du jetzt zum Beispiel 5:0 läufst, dann versuchst du deinen Tempo-Dauerlauf bei 4:30 anzulegen. Hier solltest du auf jeden Fall auch schauen, dass du die richtige Schuhwahl triffst. Denn das Tempo ist schnell und deshalb ist es wichtig, die passenden Schuhe zu wählen. Zum Beispiel haben wir hier einen normalen Dauerlaufschuh, der mehr gedämpft ist. Hingegen gibt es hier Carbon-Schuhe, die gerade für schnellere Einheiten optimal sind oder Schuhe, die schon für Intervalltrainings optimiert sind, weil sie einfach eine bessere Federung und Dämpfung haben. Zu diesen Schuhen kannst du dann zurückgreifen, wenn du eben sagst, du hast einen Tempo-Dauerlauf, weil diese dein Abrollverhalten fördern, die Muskulatur spezifisch zu den normalen Dauerlaufschuhen trainieren und deshalb diese Schuhe auf jeden Fall mal weglegen für den Tempo-Dauerlauf und auf solche zurückgreifen, weil sie dir einfach das Laufen erleichtern, die Ökonomie des Laufstils fördern und du wirst merken, ein bisschen Abwechslung in den Schuhen tut auch nicht schlecht. Wie schaut so ein klassisches Tempolauftraining jetzt tatsächlich aus? Genau das schauen wir uns jetzt an. Wenn du schon regelmäßiger laufst und regelmäßig trainierst, dann kann das Ganze etwas so ausschauen. 10 Minuten einmal ein Warm-up, das heißt ganz locker einlaufen. Darauf folgen weitere 10 Minuten, du etwas schneller laufst, aber noch immer recht locker. Und dann kommt die Kerntempo-Einheit. Hier läufst du 20 bis 30 Minuten wirklich flotter. Darauf folgen wieder 10 Minuten lockeres Laufen und abschließend tust du das Ganze mit einem 10-minütigen Cooldown. Wenn du jetzt erst ein Laufanfänger bist und ganz am Anfang stehst, dann werden dir diese 20 Minuten Tempo-Einheit-Block in der Mitte von dem Training zu viel sein. Daher musst du das Ganze etwas aufsplitten. Da kann das Ganze dann etwas so ausschauen: 10 Minuten Warm-up, 5 Minuten lockeres Laufen, aber etwas schneller als das Warm-up. Darauf folgen 5 Minuten Tempolauf, hier läufst du also schon etwas schneller, machst danach 1 Minute bis 1 Minute 30 Geh- oder Trabpause und darauf folgt ein weiterer 5 Minuten Block vom Tempolauf und wenn es dir da noch immer gut geht, kannst du hier natürlich mehr Blöcke dran setzen und noch einen dritten oder vierten 5 Minuten Block drauflegen und nach dem letzten 5 Minuten Tempolauf Block kommt dann wieder ein 5-minütiger langsamer Laufblock. Abschließend tust du das Ganze auch hier mit einem 10-minütigen Cooldown. Ihr stellt euch jetzt sicher noch die Frage, warum muss ich jetzt neben Dauerläufen, regenerativen Dauerläufen, Intervallen noch zusätzlich Tempodauerläufe machen? Das hat folgenden Grund. Denn die Tempodauerläufe, die haben eine besondere Härte. Sie dauern länger als normale Intervalle, weil bei Intervallen hast du normalerweise eine Belastungszeit von 5 Minuten, Pause, 5 Minuten, Belastungszeit, Pause und so weiter. Der Tempodauerlauf, der dauert aber schon mal 15 bis 20 bis hin zu 30 Minuten, wo du konstant ein Tempo läufst. Das ist einerseits eine mentale Herausforderung, die für deinen Kopf wichtig ist, aber andererseits hast du auch hier den Faktor Schnelligkeit und Ausdauer kombiniert. Während du in den Intervallen hauptsächlich nur die Schnelligkeit trainierst, hast du hier bei den Tempodauerläufen eben auch die Komponente der Schnelligkeitsausdauer. Das heißt, du versuchst über einen längeren Zeitraum ein schnelleres Tempo zu laufen.
Das ist auch dann der Faktor, der dir hilft, deinen Laktatspiegel im Wettkampf niedriger zu halten, weil du gerade da eben die Schwelle trainierst, die du brauchst, damit du eben zwischen anaerob und aerob unterwegs bist. Beim Tempodauerlauf bist du wahrscheinlich nie im anaeroben Bereich, sondern solltest immer im aeroben Bereich unterwegs sein. Das heißt, die Laktatproduktion ist auf jeden Fall geringer als bei Intervallen, weil diese können dann schnell anaerob werden. Aber da wollen wir jetzt gar nicht zu viel in die Materie einsteigen, sondern nimm dir einfach mit, die Tempodauerläufe, die helfen dir auf jeden Fall, wenn du bei einem 5-Kilometer-Wettkampf zum Beispiel ein schnelleres Tempo laufen willst, dass du dieses Tempo auch wirklich durchhalten kannst. Wie sieht es bei dir aus? Hast du schon mal einen Tempodauerlauf in dein Training integriert? Wenn nicht, ist es also höchste Zeit, diesen in deinen Trainingsplan zu packen. Wie geht es dir damit und was hältst du von dem? Wir sind auf jeden Fall gespannt auf dein Feedback und können dir auf jeden Fall nur ans Herz legen, es einmal auszuprobieren, weil du wirst merken, du wirst auf jeden Fall Schnelligkeit dazu gewinnen und dir leichter tun, auf längere Zeit eine gewisse Pace laufen zu können. Auch bei uns beiden gehört diese Art von Training regelmäßig zu unserem Trainingsplan dazu. Also, ausprobieren und Feedback geben. Wir sehen uns dann nächste Woche. Bis dahin, viel Spaß!